Schauen wir mal drauf. Sehen wir was? Sehen wir was? Ist ja völlig egal. Es geht jetzt gegen Weidenfeller. Der muss jetzt halten. Und wir wissen, 2012. Poldi gegen Weidenfeller. Und jawohl, wie 2012 gegen Wochen. Mit den Linksfüßern, das kann er. Das hat er schon mal bewiesen. Er freut sich natürlich auch wie ein Schelm. Damals auch. Damals in die auch. Gleiche Ecke. Ich habe mir vorhin mal angeguckt. Tatsächlich, war die gleiche Ecke. Gleiche Ecke, genau das Gleiche. Ich glaube aber auch, Poldi wollte ihn ausgucken. Und das machst du mit so einer erfahrenen Katze aus dem Eisbachtal, macht man das natürlich nicht. Nochmal der Elfmeter, der nachgeahmt wurde. Einer der berühmtesten Elfmeter aus Sicht von BVB-Fans natürlich. Ja, absolut. Der jemals von einem BVB-Keeper gehalten wurde. Hat dann die Meisterschaft gebracht im Jahr 2012. Dafür gibt es jetzt hier den nächsten Elfer. Und Weidenfeller, der schon einmal gehalten hat, jetzt möglicherweise zum zweiten Mal gegen Günter Spitz. Oh, der trifft auch nicht. Subotić beschimpft ihn und Weidenfeller hält gegen Günter Spitz. Und er huldigt hier Roman Weidenfeller. Günter Spitz und Roman Weidenfeller. Was ist hier los? Zwei Elfmeter gehalten. Ein Wahnsinn. Ich bin gerührt von allen Emotionen und möchte mich einfach nur noch bei euch bedanken. Euer Roman.